Mit diesem Video wollen wir einmal den Betrieb der Familie Matthuis aus Niedersachsen vorstellen. Das Team von HDT Anlagenbau war von Anfang an in der Planung des Ausbaus auf 420 Sauen involviert. Dadurch waren die Möglichkeiten gegeben, die optimalen Energiegesichtspunkte zu durchleuchten und für diesen Betrieb ein optimales System zu planen. Das Ergebnis heute nach ca. 3 Jahren ist ein Betrieb mit sehr hohen Leistungen, sehr hohen Gesundheitsstand bei den Tieren und geringsten Energiekosten. Unter 1,20 Euro Gesamtenergie, Elektro und Gas werden pro erzeugten Ferkel bis 30 Kilo benötigt. Eine erdgasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplung sorgt für die Grundwärme. Die Ergänzung erfolgt über einen Gaskessel, der aufgrund der Planung sich relativ selten dazuschaltet. Ein wichtiges Kriterium für optimale Energieausnutzung ist eine optimale Dämmung sämtlicher Warmwasserrohre in allen Bereichen der Stelle, auch in den Vorräumen. Hier im Bild das auf den Betrieb ausgelegte Blockkraftheizwerk. Nach Verlassen des Umkleidebereichs schauen wir jetzt auf den Ferkelaufzugstall hinter den Silos und rechts im Bild bereits der Wartebereich und das Deckzentrum. Das Herzstück in allen drei Anlagen sind natürlich unsere HDT-Wirbelstromtauscher, die in allen Bereichen für einen hohen Rückgewinnungsgrad sorgen und damit das Gros der Energie für den Stall erzeugen. Ganz rechts im Bild der neue Abferkelstall. Sauenstall, Wartebereich und jetzt im Bild der neu erstellte Abferkelbereich. In allen drei Stallbereichen sorgt das LC3-Klimasystem für optimale Energieausnutzung und sehr genaue Temperaturverläufe. Auch die Ferkelnester werden über das System geregelt. Im Büro des Abferkelgebäudes sind alle Daten der einzelnen Abteile auf einem PC zentral zusammengeführt und können von dort kontrolliert werden. Eine vorher von uns berechnete Hydraulik sorgt dafür, dass die Querschnitte genau auf die Abferkelabteile ausgelegt sind. Auch hier Dämmung wie in allen anderen Bereichen. Die einzelnen Abteile werden lediglich über Mischer geregelt. Eine Hocheffizienzpumpe sorgt dafür, dass genügend Wasser in die einzelnen Bereiche gefördert wird. Die Mischer der einzelnen Abferkelbuchten werden entsprechend des Tieralters und der Temperatur über den LC3 allmählich an das wachsende Gewicht angepasst. Entsprechende Ventile sorgen für Gleichdruck in allen Stallabteilen. Ausreichend Heizfläche für die größer gewordenen Würfe sind ebenso wichtig wie die richtige Zuluftverteilung für die Sauen. Im Kopfbereich der Sau erfolgt die Zuluft, allerdings trotzdem zugluftfrei für die Ferkel. Das heißt natürlich keine Nasenlüftung. Demnächst wird hier noch ein Versuch gefahren, um die Ferkelnester auch mit einer Abdeckung zu versehen, was sicherlich zum Optimum eines Stalls gehört. Die Ferkel im Abferkelbereich fühlen sich sichtbar wohl und machen sich hervorragend.
Die Zuluft über Lochplatten-Riesenkanäle kommt dahin, wo sie hin muss, ohne die Zugluft für die Ferkel zu erhöhen. Durch ausreichend Platz neben den Kastenständen werden auch die Erdrückungsverluste in diesen Buchten reduziert. Die Ferkel haben Platz, sie können ausweichen, wenn die Sau sich legt. Wir haben nun den Abferkelbereich verlassen und wenden uns dem Warte- und Deckbereich zu. Außenklappen, die automatisch gesteuert werden, sorgen in den Wartebereichen dafür, dass die Sauen auch in den Sommermonaten genügend Luft bekommen. Zusätzlich ist eine Hochdruckkühlung installiert. Wir betreten nun den Vorraum zum Warte- und Deckbereich. Ebenso wie im Abferkelbereich ist hier neben dem LC3-Klimaregler auch eine Hochdruckkühlung installiert, die bei hohen Außentemperaturen für angenehme kühle Temperaturen für die Sauen sorgt. Die verschiedenen Luftmassen im Zentralgang wie Wärmetauscherluft, Dachraumluft und Außenluft werden über die LC3 bzw. LC2-Regler gesteuert. Im Bereich des Zuluftaustritts vom Wärmetauscher befindet sich ein Mischbereich aus Lochplatten, um Dachraumluft und Tauscherluft miteinander zu vermischen. Vor Umbau der Anlage hatten alle Mitglieder der Familie Matthuis Probleme mit den Atemwegen im Bereich der Wartesauen. Der Umbau der Anlage auf Unterspaltenabsaugung und Zuluftführung im Kopfbereich der Sauen brachte ein hervorragendes Klima. Das Arbeiten heute fällt allen Familienmitgliedern wesentlich leichter. Die Harnwegsinfektionen sind fast zu null gegangen und Klauenverletzungen sind auf dem Betrieb äußerst selten. In allen Bereichen des Wartestall- und Deckzentrums wird Unterspalten abgesaugt und die Zuluft über Lochplatten zugluftfrei zu den Tieren geleitet. Hier im Bild die Unterspaltenabsaugung am Ende des Deckzentrums. Wie heißt es so schön, Ordnung ist das halbe Leben. Sämtliche Daten der Sauen sind natürlich erfasst und entsprechend vermerkt, um den Ablauf zu optimieren.
Auch das seinerzeit vorhandene Stallabteil wurde von uns auf Unterspaltenabsaugung umgebaut. Wegen der Decke gleich Dachkonstruktion mussten die Zuluftkanäle jedoch abgehängt werden und unterhalb der schrägen Decke montiert werden. Heute zeigt sich natürlich auch für die Familie Matthös, dass sich dieser Umbau gelohnt hat. Das Stallklima hat sich erheblich verbessert und steht dem Neubau nichts nach. Auch hier wieder gezielte Zuluftführung im Kopfbereich der Sau. Links befinden sich jetzt die Warteabteile, die als Gruppenhaltung mit Abrufstationen ausgestattet worden sind. Auch hier wurde wieder wegen der Gruppenhaltung unter Spalten abgesaugt und die Zuluft erfolgt über Lochplatten. Alle Abteile werden selbstverständlich über den Wärmetauscher mit Wärme versorgt und sind dadurch auch in der Lage, im Winter ihre Temperaturen zu halten und für ausreichend Luftwechsel zu sorgen. Die Sauen fühlen sich wohl. Mit der Kante hast du da ein Problem irgendwie oder so? Mit der Kante? Nee, der war ja ganz. Du musst mit mir nicht immer Wette laufen, du bist eh schneller wie ich. Und dann denke ich, naja, wahrscheinlich nicht. Im Bereich der Außenklappen, wir nehmen hier jetzt eine Lochplatte raus, ist zusätzlich noch eine Düsenvernebelung angebracht, um auch bei geöffneten Außenklappen die Zuluft an der Stelle zu kühlen, um den Sauen Erleichterungen zu schaffen. Wir verlassen nun den Warte- und Deckbereich und wenden uns dem Ferkelaufzuchtbereich zu. Hier deutlich sichtbar der Übergang von Alt auf Neubau. Alt und Neubau stellen heute eine Einheit dar, sind natürlich mit HDT-Wirbelstromtauscher versehen. Abteilspezifische Außenklappen sorgen dafür, dass nur die Tiere Wärme bekommen, die auch Wärme benötigen. Damit wird der Wärmetauscher so genutzt, dass quasi die schweren Tiere die leichten heizen. Der Ferkelaufzuchtstall verfügt insgesamt über 3 Ventilatoren, 2 zuschaltende Ventilatoren, jetzt im Bild die beiden ersten und dahinter der Wirbelstromtauscher, der die Grundlastversorgung mittels eines Ventilators sicherstellt. Auch hier wieder im Bild die Außenklappen über den Abteiltüren nach außen, die dafür sorgen, dass die schweren Tiere rechtzeitig von außen mit Frischluft versorgt werden. Hier deutlich sichtbar der Übergang vom Alt- auf Neubau und das Ende des Stalles. Hier nochmal eine Außenklappe, in diesem Falle geschlossen. Jetzt befinden wir uns im Inneren des Stalles und sehen hier die Systemtrennung mit der Hocheffizienzpumpe, die den gesamten Ferkelaufzuchtbereich versorgt.
Auch hier wieder hydraulische Berechnungen, um sämtliche Druckverhältnisse in allen Abteilen optimal sicherzustellen. Auch hier wieder eine LC3-Zentrale und die LC2 bzw. LC3-Computer vor den Abteilen. Das Schild soll eigentlich im Eingangsbereich des Ganzkunders gemacht. Können wir das so sagen? Auch hier wieder abteilspezifische Mischerregelung über die LC2 bzw. LC3-Regler gesteuert und hochwertige Dämmung aller Rohrinstallationen im Zentralgang. Nur so kann eine hohe Effizienz beim Umgang mit Energie sichergestellt werden. Ein Blick in ein Abteil mit frisch abgesetzten Tieren zeigt deutlich, wie sauber die Tiere sind, wie wohl die sich fühlen, wie aktiv die Tiere sind. Man sieht, die Tiere fühlen sich wohl. Der Boden ist trocken, die Luftqualität hervorragend. Die Leistung damit auch sichergestellt. Unsere Empfehlung bei Ferkelaufzucht mit Warmwasser, Twinrohre an die Wand, Zwischendecke mit Außeneinspeiseklappen und natürlich last and least Bedingung bei diesem System, im Vorderbereich des Stalles eine Unterspaltenabsaugung. Hier sehen wir nochmal die Unterspaltenabsaugung am Gangbereich der Stallabteile. Ups, wer ist das denn? Hier im Bild nochmal die Platte mit der Lotusblütenbeschichtung, die von uns entwickelt wurde. Familie Matuis ist immer wieder begeistert, dass diese Platte nach 3 Jahren noch aussieht wie neu. Diese Altersgruppe ist nun 3 Wochen älter. Man sieht, wie sich die Ferkel in 3 Wochen optimal entwickelt haben. Einige Leistungsdaten dieser Stelle. Im Schnitt 560 bis 580 Gramm tägliche Zunahme. Die tägliche Futteraufnahme liegt zwischen 800 und 936 Gramm. Ich glaube, diese Zahlen sagen alles. Nur wenn alle Kriterien optimal aufeinander abgestimmt sind, kann so ein Leistungsergebnis mit solch geringen Energiekosten erreicht werden. Hier sehen wir nochmal den Übergang des Neubaus zum damaligen Altstall. Alles zusammen hängt jetzt natürlich an einer Zentralabsaugung und im Altbereich sind die Abteile etwas anders gestaltet aufgrund der vorhandenen Bauform. Aber ansonsten unterscheidet sich das System in keinster Weise und die Leistungen sind genauso hoch wie im Neubau. Die hohen Leistungen, die Familie Matuis hier in diesem Betrieb erzielt, können nur dadurch erreicht werden, dass alle Komponenten passen. Natürlich ist auch der Betriebsleiter gefordert, die Register optimal zu ziehen, um aus seinem Konzept das möglichst Beste herauszuholen. Das sind Ferkel, die sich wohlfühlen, das kannst du sehen. Die Kameraden fühlen sich wohl. Hier wirklich unterspalten das Ganze.
Im Ausgangsbereich des Ferkelaufzuchtstalles befindet sich eine komplette Waage, die das Wiegen der Tiere sehr stark erleichtert. Wir befinden uns jetzt wieder auf dem Hofgelände. Hier im Bild der Wartebereich mit dem Wirbelstromtauscher. Können wir nochmal einmal einen Rundumschlag machen hier? Jetzt links im Bild der Ferkelaufzuchtstall hinter den Silos. Auch hier im Bild der Wirbelstrom-Wärmetauscher und die beiden zuschaltenden Ventilatoren. Warte- und Deckzentrum. Jetzt im hinteren Bereich sehen wir den Abferkelstall. Ebenfalls mit Wärmetauscher und Außeneinspeiseklappen. Und im hinteren Bereich. Jetzt im Bild der Abferkelbereich mit den beiden davor gestellten Silos. Rechts in der Altanlage ist die Jungsaueneingliederung auf Stroh untergebracht. Dieser Bereich auf Stroh ist laut Familie Matthuis noch immer so ein bisschen ihr Sorgenkind, weil aufgrund der verkoteten Strohflächen und Mistflächen natürlich das Klima nicht so optimal sein kann wie in einem Stall mit Spalten und einer Unterspaltenabsaugung. Man kann nicht alles haben. Du müsstest aber auch nicht jeden Tag raus, das habe ich schon gesehen. Das können wir so nicht durchgehen jetzt noch. Hier für die Jungsauen engere Stände, damit die Sauen gleich lernen, dass sie sich nicht einfach so umdrehen können und auch nicht sollen. Weil das sind ja noch keine Sauen, das sind ja bessere Mastschweine, wenn überhaupt. Wenn die Sau es erst gelernt hat, sich umzudrehen, dann weiß sie, wie es geht.